Montag, die 24. Tag im Monat Schwat. Sagt der Rambam, genauso ist es verboten, Pflanzen zusammenzulegen. Es ist genauso verboten, Tiere verschiedener Arten zusammenzulegen. Es steht in die Torah, und wenn man das macht, ist das eine Aveda, es gibt auch Malkus. Was ist die Verbot hier? Die Verbot ist, dass tatsächlich auch die Tiere, genau wie Menschen, haben sie Aufgabe. Die Gemara sagt, Rabbi Yossi hat gesagt, mein Haus, hat immer genannt seine Frau, mein Haus, von alles, was die Mensch ist. Alles, was die ist seine Frau. Und genauso, auf eine ganz andere Ebene hat er genannt, Scheudi, mein Ochs, hat er gesagt, ist meine Parnasse. Das heißt, auch die Tiere, auch die Pflanzen, jeder hat seine Aufgabe in der Welt. Keiner ist einfach da. Und auch die Tiere müssen aufbewahrt und richtig gehalten werden, dass sie ihre reproduzieren auf ihre eigenen Art. Und hier lernen wir, dass jede Einzelheit in der Welt ist nicht überflüssig. Jede Einzelheit ist genau gemacht mit einer bestimmten Aufgabe. Und wenn wir etwas mit der Welt zu tun haben und mit den materiellen Dingen herum uns zu tun haben, sollen wir wissen, dass diesen Gegenstand ist auf die Welt gekommen, damit wir das nutzen, zur starken Verbindung zwischen der Ebeste und der Welt und zu zeigen, dass diese echte Existenz von diesem materiellen Gegenstand ist wirklich Hashem und die Aufgabe von Hashem in der Welt. Heute ist der 24. Tag in Monat Schwat. Erstmal bei Lesen der Aseres Adibris in die Synagoge. Wir stehen alle auf und wir schauen Richtung Sefer Teure. Nicht Richtung Osten, Richtung Sefer Teure. Der Zemach Tzedek hat gesagt, hätten wir gewusst um Kraft von den Werten von Tehillim, hätten wir den ganzen Tag Tehillim gesagt. Wir sollen wissen, dass die Werte von Tehillim können zu brechen alle Grenzen. Und gehen nach oben, nach steigen, nach Ebene und bis kommen direkt zu Hashem und wirken, dass alles soll erreicht werden mit Wohltätigkeit und mit Gnade.